der Riese, das ist Martin Rossi. Rossi ist der Libero. Auf jeder Seite sind noch Top-Spieler dabei, wie auch in Sevilla beim letzten großen Spiel, bei diesem dramatischen Halbfinale mitgewirkt haben. Wir kennen hier Grun. Hinter der Schrift mit der Fünfte ist noch im Bild. Juk Darbal, sehr gelöst beim Training. In der Pressekonferenz gestern, um einen Ausdruck aus der Boxerstraße zu gebrauchen, fast die Doppeldeckung Toni Schumacher. Das ist das Tor, in dem er sich warm machte. 40 Minuten vor dem Spiel. Es flogen Bierbecher, Knallkörper. Es sind auch viele deutsche Zuschauer im Stadion, auch hinter dem Tor von Schumacher, der jetzt, nein, er muss nicht wechseln, er läuft darüber noch einmal zu einem Mannschaftsfoto, während wir die deutsche Bank sehen, mit Pierre Lisbanski, dem Kölner, der wieder zum Kreis zählt. Hier die deutsche Formation. 50, 60 Fotografen haben vorhin diese Szenen aufgenommen, als Schumacher hier von einem riesigen Pfeifkonzert empfangen im Stadion kam. Horst Köppel, der Co-Trainer von Jupp Darbal, hat dann später gebeten, dass die Fotografen das Tor ein bisschen frei machen. Sie werden sicher morgen und in den nächsten Tagen Bilder davon in den Zeitungen sehen. Es war nicht möglich hier, das ist Michel Hidalgo, Bilder zu machen. Die Franzosen hatten andere Verpflichtungen, machten ein Interview. Wir haben das bedauert, aber in der Eile der Zeit war das halt nicht möglich. Und jetzt wieder Lichtbild, ein Knallkörper, der jetzt hochgeht. Das sind unschöne Bilder. Die Schiedsrichter kommen aus Italien und vielleicht die erste Möglichkeit für die deutsche Mannschaft. Ein hektischer Beginn. Das ist Bertisto. Er spielt Libero in seinem Club. Bordeaux heute rechter Verteidiger, er trägt sich zwei. Matthäus, der Mönchengladbacher, folgt der französischen Nummer 10. Die werden wir später sehen. Giorgini, dem Spielmacher. Spiel ist unterbrochen. Barbaresco aus Trieste. Franzosen fahren das Spiel mit 5 Kameras hinter beiden Toren. Auf der Höhe ist jeweils eine postiert. Rocheteau ist das wieder neu. Bertisto. Wir müssen das Spiel jetzt öffnen, versuchen das. Didier Tick. Spielt gegen seinen ehemaligen Clubkameraden, gegen Bernd Dotter. Das war ein Schuss von Luis Fernandez. Und am Boden, Schumacher zeigt es an. Ein deutscher Spieler. Jupp Darbal steht unten an der Seitenlinie. Andreas Brehme, der Lauterer in seinem 4. Länderspiel. Schumacher unterhält sich jetzt zu Hans-Dieter Bruns, dem Libero. Beide spielen sich jetzt den Ball zu.
hier kommt die Zeitlupe. Dick, beide gehen in den Ball, ein unglücklicher Zweikampf. Und Bremen ist wieder den Ball. Bremen. Briegel, sein Vereinskamerad. Gut gespielt. Eine gute Flanke, Völler. Eine gute Flanke von Bernd Förster. Temperament von das Publikum und dieser Mann ist zu weit. Kleine Ermahnung an Bremen nach diesem Sperren ohne Ball. Der Hamburger rollt im Vordergrund. Schiedsrichter immer auf Ballhöhe, hat auch das richtig erkannt. Dieser Hakelei, Freistoß für Deutschland. Didier Dick. Diese Parade müsste Selbstsicherheit geben, aber selbstsicher ist der Toni Schumacher aus Köln ja sowieso. Steht jetzt weit vor seinem Tor, fast an der 16-Meter-Linie. Bremen. Abstoß. Franzosen sehr offensiv orientiert. Da sind vier Mann in der Spitze auf Bravo mit der 8. Jetzt von Hause auf Stürmer, aber man hatte erwartet, er käme aus dem Mittelfeld. Auch er ist vorne zusammen mit Bellon, dem Linksaußen, mit Rostow und Didier Six. Vorteil. Schumacher kommt heraus. Und jetzt mischen sich Dobschott, Pfeffer und Pfeiffer. Wir sehen in dieser Einstellung, wie mitgenommen der Rasen ist. Meier. Spielt etwas unglücklich in dieser Eröffnungsphase, da gleich 8 Minuten gespielt sind. Einige ungenaue, verunglückte Pässe auf dieses Dribbling, also das Spiel zu eng machte. Genie, der bei das Spiel machen soll, mit diesem öffnenden Querpass.
wieder Meier. Unsicherheiten auf beiden Seiten. Sehr sicher bisher der Schiedsrichter, der das Spiel, und das ist richtig, am kurzen Zügel führt. Rudi Föder gegen Amoros. Fernandez, Batiston. Oh, da kann man drüber streiten, ob dieses Eingreifen von Matthäus regelwidrig war. Batiston, der einen harten Schuss hat. Wer dort mit der 11. Auch er kann schießen, ein Mann, der den direkten Weg zum Tor sucht. Belot. Noch einmal der Dickhaut. Rummenigge. Und auch hier. Und auch das war richtig Freistoß. Für den Europameister. Ein Wort, das einem eigentlich schwer über die Zunge geht. Man hat es fast vergessen, dass Deutschland viel Verteidiger ist. In einigen Wochen beginnt hier in diesem Stadion für die Mannschaft von Jupp Derba, den wir hier sehen, die Serie der Europameisterschaftsspiele gegen die Portugiesen. Viele, viele Mitverständnisse. Die fallen vor allem auf bei dem kleinen Meier, der viel riskiert, der versucht zu dribbeln, aber es zeigt auch, wenn diese Bälle ins Leere gehen, von Harmonie keine Spur in der Mannschaft. Die ist nicht eingespielt, eben das soll heute hier in diesen 90 Minuten in Ansätzen vielleicht hier und da sogar etwas ausgeprägter erreicht werden. Eine sehr, sehr hektische, von beiden Seiten hart umkämpfte Eröffnungsphase. Rollt. Schiedsrichter spielt damit. Möglichkeit zum Konter. Völler ist völlig frei an der rechten Seite. Rummenigge geht links mit. Wenn es der Bremer sieht, er versucht es allein. Ah, Fallrückzieher Mann. Das war die erste gute, dicke Möglichkeit für die Spieler in Schwarzwald. Freistoß Bremen, vorne ist im Strafraum jetzt auch Briegel, Rummenigge und Föder. Sauber geklärt in diesem Sprintduell gegen Belot von Matthäus, der Ball. Rummenigge. Noch einmal der Münchner.
und ein etwas verunglückter Schuss, der hat ihn da halt mit dem Socken getroffen, aber Joel Batz war früh und das sah nicht sehr souverän aus. Wir sehen es noch einmal. Er versucht sich den Ball jetzt herumzulegen auf seinen stärkeren rechten Fuß, trifft nicht voll, der Franzose nicht gut portiert. 30 cm vorbei. Was ist der lange Borti? Der Libero, der Kapitän, mit der Thierry Leroux, der Vorstopper, der gegen Völler spielt, aber die Franzosen spielen auch in der Abwehr in Zonen, nicht auf den Mann, wie das die Deutschen versuchen. Sie brauchen viele Stationen, wenn sie versuchen, aus der Abwehr herauszukommen. Boot, der Mann mit dem starken linken Fuß zum ersten Mal über die Mittellinie ist noch vorne, aber der Angriff ist in Stocken geraten. Er dringt nicht durch, aber es gibt einen Freistoß. Foulspiel von Leroux an Völler. Wieder die beiden deutschen Sturmspitzen, dazu Karl-Heinz Förster und Beriegel, die beiden kopfballstarken Abwehrspieler und Bernd Förster kommt. Karl-Heinz Förster und Rummenigge. Er trifft auf diesen Ball nicht voll. Er rutscht ihm über den rechten Spann. Der erste Eckstoß. Zweite Lücke scheint nicht zu kommen. Große Sicherheit bei Batz, dem Torhüter. Dem man nachsagt, er sei auf der Linie, ein glatter Mann. Bravo mit der 8. Berlin mit der 11, die neuen Leute im Team. Nicht abgepfiffen, Rummenigge. Rolf geht. Das ist ein Zeichen dieser ersten Minuten. Wir haben jetzt nach meiner Uhr exakt 17 Minuten gespielt. Vielleicht etwas überinterpretiert, aber die Franzosen wirken mit der einen Ausnahme Matthäus gegen Melon im Sprintduell schneller, leichtfüßiger. Aber sie spielen auch sehr, sehr aufwendig. Das ist doch. Unser schnellster Mann, Rummenigge kommt. Völler hat geschaut, er müsste zurückfassen. Da fehlt auch diesmal die Übersicht. Sie können es nicht sehen. Rummenigge war in guter Position, 2 gegen mich. Ungeschickt aus, wird unbeholfen, dieses Foul von Rolf van Belon. Das Bedon. Strafverschuss.
Costa Brüder im Zusammenspiel. Nübelspiel bei der deutschen Mannschaft. Bravo. Der junge Mann sehr viel am Ball. Wieder eine Kontermöglichkeit. 4 gegen 5 mittlerweile. Völler. Da war Musik hinter diesem Schuss. Das haben Sie gehört, dass er abprallte hinten von der Holzbande. Hier kommt die Wiederholung. Ein bisschen mit Effet auf dieser Ball ein bisschen über den Spann gerutscht. Didier Dick, der ehemalige Stuttgarter, kann noch einmal flanken. Wir kennen hier den Spielstand. Und Abschluss. Es gibt keine Ecke. Auch ihr Abstoß. Da suchten sich die beiden Lauterer, aber dieser Pass, den konnte man erahnen. Das haben die Franzosen natürlich schnell durchschaut. Drei gut angesetzte Konter. Im Zusammenspiel deutliche Mängel. Ganz zu schweigen von improvisierten, schnellen, überraschenden Pässen. Ah, war ein bisschen Schau dabei an sich. Bravo, da fallen sie. Freistoß wird Bruno Benot schlagen. Feder von Karl-Heinz Förster. Bernd Förster geht wieder an der rechten Seite. Keine Querpässe jetzt. Das Spiel muss in die Tiefe verlagert werden. Das sind 4 Mann vorn. Meier. Direktspiel. Völler. Wer bietet sich an? Auch hier Abstoß vom Tor. Sie sehen ihn hier vor Briegel, den kleinen Mann auf der ungewohnten rechten Seite der Linkshüter. Jetzt wird eingespielt.
Aberon. Ah, das sind die Missverständnisse. Keiner geht zum Ball. Da schauen Sie sich hinten in der Abwehr an. Gestikulieren. Die Franzosen kommen. Fernandes. Tick. Er spielt in Mulhouse, der einzige Spieler aus einem zweiten Liga-Club, aber er hat im Pokal in den letzten Wochen gegen die Großen, gegen Saint-Germain Paris, viele Tore geschossen und deshalb ist er noch einmal berufen worden von Hidalgo. Abwehr steht gut, mit ganz kleinen Abstrichen in dieser Anfangsphase. Die Probleme beginnen im Mittelfeld, vielleicht jetzt Briegel. Kann er allein gehen? Gut abgespielt, Meier. Er war im Abfall. Abspielkern zu spät. Da liegt eine Schwäche im deutschen Spiel. Im Mittelfeld wird der Ball zu lang gehalten, da schiebt der eine dem anderen die Verantwortung für den Ball zu. Dann haben die durchweg erfahrenen Franzosen natürlich in sämtliche Räume verstellt. Der lange Pass, er könnte kommen. Wieder geht rechts, er bietet sich oft an. Bernd Förster, Rummenigge. Noch ein Versuch. Rolf. Matthäus. Aber da Rudi Voller noch. Mit der Fußspitze dazwischen und wollte abfällt. Er kommt nicht vorbei an Karl-Heinz Förster. Der alte Fuchs, den wir hier mit dem Ball sehen. Dominik Rostow. Gut gespielt. Bravo. Und bravo Toni Schumacher. Ein ruppiges Spiel, eine Riesenmöglichkeit für die Franzosen. Ich weiß nicht, ob wir die Szene noch einmal sehen. Da war dieser Pass in den Rücken der Abwehr, hier in die Tiefe. Das lancierende Stürmer, bravo ist das, der da abzieht. Und eine glänzende Reaktion von Schumacher. Bremen wird behandelt an der Seitenlinie, das konnten Sie ganz kurz sehen, Meier. Horst Köppel deutet jetzt im Spielfeld alles okay, er kommt wieder und er kommt auch wieder. Er musste den Ball direkt nehmen, das
passiert immer wieder. Meier, Joel Back. Wir sind auch bei der Europameisterschaft die Nummer 1 sein der Franzosen. Sie haben lange gesucht. Erstklassige Torhüter sind rar hier im Land dieses Veranstalters, aber im Mittelfeld, da haben sie schon einiges zu bieten. Melon. Noch einmal der Linkshaut. Didier Dixdorf, er geht hart, hart, zu hart. Zuerst an den Mann. Die schenken sich beide nicht. Man kann nicht sagen, es sei ein unfaires Spiel, aber beide Mannschaften gehen hier voll zur Sache. Und wenn wir vorhin gesagt haben, verdeckte Karten, dann gilt das für Gires, der vielleicht nicht so schwer verletzt ist, vielleicht gar nicht. Dann gilt das für das Fernbleiben von Platini, der vielleicht hätte kommen können. Aber das, was die Franzosen hier aufbieten, das reicht, um die deutsche Mannschaft unter Druck zu halten. Aber Rott rückt mit auf. Rummenigge sofort von zwei Spielern attackiert. Beinhart ist das jetzt. Mit fast jeder Ball ist umkämpft. Spieler greifen sich sehr früh an. Da treten natürlich die technischen Mängel besonders krass zutage. Didier Dix ist gestartet. Gegen Riegel. Foul, foul. Ein Glück, dass der Schiedsrichter aus Italien so souverän ist. Geht wieder der ältere Tochterbruder, der ein gutes Spiel macht. Gilt auch für Matthäus. Melon, freie Bahn zum Tor. Schubacher kommt heraus. Und pariert. Ah, jetzt überwiegt der Beifall. Das ist fair, das ist sportlich. Die Franzosen erkennen diese Leistung an. Vorteil. Leroux ist mit vorne mit der Nummer 4, der Vorstopper, der 1,90 Meter Mann. Franzosen drängen auf das 1 zu 0. Fernandes. Und die Kontermöglichkeit, weil Meier schnell jetzt in die Spitze spielen könnte. Noch ist sie gegeben. Völler nicht im Abseits. Immer wieder der Linksaußen. Viel Tempo und ich sage es noch einmal, viel Stimmung hier im Stadion, im neuen Weinau-Stadion in Straßburg.
schießen. Szenen Ballfall für die Franzosen. Ja, mit den Schützen. Es war Manuel Navarrot, der Linksverteidiger. Der beste Mann auf dem Platz. Das schießen sie sich sicher an, ist Toni Schumacher. Keine Frage. Hier kommt der Schuss noch einmal. In der Festhält. Franzosen waren da, bereit zum Abstauben. Ja, abgewickelt. Das ist zwei ineinander verhakt, Kiel nach draußen, sie sind noch nicht aufeinander, Briegel und Battiston. Hat sich dann gegenseitig geholfen, da ist der Franzose wieder am Ball. Die rechte Seite frei. Da steht der Körper ganz allein und wo geht der Ball hin? Klare Sache. Wenn er am Boden bleibt, dann ist es mit Sicherheit keine leichte Sache. Wir haben hier die Wiederholung. Wieder auf den Beinen der Stuttgarter. Ja. Wird unfair genommen. Spiel läuft bereits wieder. Die letzten 7-8 Minuten der ersten Hälfte laufen. Liebe Zuschauer, 0:0. Und zum ersten Mal in diesem Spiel 20 Akteure in der französischen Hälfte. Nur Bruns und Schumacher auf der rechten Seite. Alles andere jetzt vor dem Tor von Jouet. Der Riese. Sehr kombinationssicher. Obwohl das ganz große Tempo, das sie vor 5-6 Minuten vorlegt, im Augenblick zum Glück für die deutsche Mannschaft etwas raus ist. Spielen häufiger quer und zurück. Battiston geht rechts. Sehr stark, nicht nur in dieser Szene, der deutsche Vorstopper Karl-Heinz Dostler.
40. Jetzt ist die Ausgangsposition Wetter. Jetzt kann er flanken. Und das war ein Kopfstoß von Leroux. Ist bekannt dafür, dass er gut auflegen kann. Er kann auch Tore machen. Geht häufig bei Freistößen und Eckbällen mit nach vorne. Diese letzten Minuten der ersten Halbzeit gilt. Im deutschen Mittelfeld wird gesucht, getastet. Dadurch kommen natürlich die Spitzen kaum richtig ins Spiel. Erstaunlich, wie oft der junge Lauterer schon Freistöße schlagen traf. Andreas Brebe. Briegel. Franzose spielt noch abseits, das ist nicht gelungen. Rummenigge. Drei sind bei ihm. Meier. Gut gesehen. Bernd Förster. Hey. Das hätte noch böser ausgehen können, als der Franzose zwar Fernandes ihm da den Weg versperrte. Sechs deutsche Spieler im Strafraum. Riegel war das. Und Rudi Förderbonne weggedrückt, wenn wir die Wiederholung sehen, das kann man es vielleicht beobachten, das ist der Lauterer. Ist dann im Gegenspieler, Sie sehen hier die Pärchenbildung, jeder spielt da in Abwehr und Mittelfeld auf seinen Mann. Didier Sick, er war nicht ansprechbar, ich habe ihn vor dem Spiel unten in der Kabine gesehen, Jürgen Sundermann war da. Ich wollte einen Scherz machen, aber der ehemalige Stuttgarter völlig in sich gekehrt. Hat eine längere Pause hinter sich. Zählen Sie einmal die Stationen, jetzt geht es vielleicht etwas zügiger bis zur Mittellinie. Riegel hat den Ball gut mitgenommen. Missverständnis bei den Franzosenförder. Botis ist das. Man nennt ihn den komplettesten französischen Abwehrspieler. Er hat 54 Länderspiele. Der Kapitän war in Sevilla dabei. Vielleicht beim letzten großen Spiel, das eine deutsche Nationalmannschaft gemacht hat. Juli 80, hier ist die Wiederholung. Auch das ist ein Charakteristikum in der Zeitlupe. Einer gegen vier, in diesem Fall Förder, und daneben stehen zwei deutsche Spieler, die den Ball nicht erhalten. Die Franzosen haben es da leicht, sie isolieren die Spitzen, die es oft auf eigene Faust versuchen. Es waren drei, vier Konter, im Ansatz gut. Zwei Schusschancen, zwei Bälle, die knapp vorbeigingen, nicht voll getroffen wurden. Auf der Gegenseite drei glänzende Paraden von Toni Schumacher.
die Equipe Tricolore spielerisch sicherlich überlegen. Öfter am Ball, im Mittelfeld ideenreicher, beweglicher, da kommen mehr Impulse, aber die deutsche Abwehr, und dazu zähle ich auch die Mittelfeldspieler, die weit, weit zurückgehen, defensive Aufgaben übernehmen, hat gut gespielt, sicher gestanden, von einigen Phasen abgesehen, als sie doch etwas wackelte, zwei, drei Mal, aber das kann natürlich passieren bei diesem französischen Druck. Die letzten Sekunden der ersten Hälfte laufen im nicht ganz ausverkauften neuen Weinau-Stadion. 40.000 mögen es sein. Temperatur wird immer noch drüben mit 12 Grad angezeigt. Es war ein strahlender Frühlingstag hier im Elsass. Und das Zeichen des italienischen unverfeilten Halbzeit hier. Es gibt Beifall, verdient Beifall, möchte ich sagen. Man muss gar nicht einmal die letzten, wenn ich es kurz ausdrücken darf, verkorksten Länderspiele als Vergleich heranziehen, um zu sagen, dass das hier eine spannende, über weite Strecken gute Partie war. Die Herausforderung ist da, durch die Franzosen, wie erwartet. Die deutsche Mannschaft hat sich gut gehalten, hat in einigen Szenen Initiativen entwickelt und ich bin gespannt, wie sich dieses Spiel, das in der ersten Hälfte viel Musik hatte, weiterentwickelt. In der zweiten Hälfte, ich gebe ab. Wir kommen gerade zurecht, liebe Zuschauer. Die zweite Halbzeit läuft seit wenigen Sekunden. Wir haben uns mit einem schnellen Blick überzeugt, beide Mannschaften unverändert, soweit ich das jetzt erkennen kann. Das Spiel ist unterbrochen. Rostow hatte zwar freie Bahn, aber es gibt einen Freistoß für die deutsche Mannschaft. Immer noch werden hier Feuerwerkskörper geworfen, drüben auf der Gegenseite, Rauchschwaden ziehen hier durchs Stadion. Kurz vor der Halbzeit sind hier hinter dem Tor von Toni Schumacher von der Polizei etwa 20, 30 deutsche Fans, Fans kann man eigentlich gar nicht sagen, abgeführt worden. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, war nicht im Bild. Gesprächsstoff hier auf der Pressetribüne in der Halbzeit. Und das allgemeine Fazit, was bei uns schon anklang, das deutsche Mittelfeld. Hier liegen die Schwächen. Bin gespannt, ob und wie die Franzosen das nutzen können. Wie geht die? Doch, es gibt eine Neuerung bei den Franzosen. Jetzt der Spieler mit der Nummer 12. Ich bitte um Entschuldigung, ich erkenne es jetzt erst. Der neu in der Mannschaft ist Domerck. Steht auf unserer Information, die wir vor dem Spiel bekommen haben, mit der 12. Wenn die Nummer stimmt, er ist ein Abwehrmann, spielt in der linken Verteidigung. Müsste also spielen für, ja, vielleicht für Bursis, der ja leicht angeschlagen war. Bremen. Wer bietet sich an? Völler. Günter Bruns. Briegel. Deutsche Spieler werden früh gestört. Didier Fix.
Bellon, der links außen. Gegenschoster. Ein gefährlicher Mann hier. Sicherlich ein Gewinn für Michel Hidalgo, den Trainer der französischen Mannschaft. Posto, den wir hier sehen mit der 9, vielleicht doch schon über den Höhepunkt seiner Laufbahn hinaus. Der Mitte der 70er Jahre ist eine ganz große Zeit bei Saint-Étienne. Franz Beckenbauer zum Beispiel wird sich an ihn erinnern. Rummenigge. Gute Flanke, Meier. Deutscher Spieler mit einer Seitenlinie behandelt. Spiel ist unterbrochen. Ball ist noch nicht freigegeben. Die deutsche Mannschaft jetzt wieder komplett. Rollt wieder dabei. Steht in der Mauer. Karl-Heinz Förster hat er geklärt. Fernandes. Leroux ist vorn. Dann ist einer von 5 Spielern, die aus Monaco kommen, vom derzeitigen Tabellenführer. Der Karl-Heinz Rummenigge den Kopf, auch ihm gelingt nicht viel. Wenn ich sage auch, dann meine ich alle Spieler, die im offensiven Bereich zu finden sind. Rudi Völler, den einen oder anderen Mittelfeldmann. Sie wehren sich mit Erfolg, mit Bravour, aber Frage ist, ob das reicht gegen diese Franzosen, die offensichtlich noch einmal aufdrehen, noch einmal zulegen können. Gengini. Jetzt müsste da einmal ein Konter laufen. 4 Mann gehen mit uns ganz weit im Abseits. Da brauchen sie zu lange. Da kann ein Rummenigge, der ja, das muss man nicht sagen, ein Weltklasse-Mann ist, aber bis er dann sieht, wo der Ball hin muss, das dauert zu lange, dass die Abseitsfalle da, dass der Rudi Völler 5-6 Meter im Abseits. Riegel. Er hätte Platz an der linken Seite gehabt, die jetzt schon dicht gemacht ist. Meier. Matthäus. Er kann doch schießen. Er sollte sich an Herz nehmen, einmal gehen. Rummenigge, Völler.
Rainer Hagen zu viel. Hat sich einmal zu viel gedreht, der Bremer. Bravo. Amorot. Leroux aufgelegt. Und noch einmal. Der kleine Mann aus Monaco. Sie sehen, sie haben immer wieder Abspielmöglichkeiten. Die deutsche Abwehr hat den Ball, da brennt jetzt nichts an, während die Zeitlupe läuft. Es gibt einen Freistoß für die Franzosen. Jetzt kommt der lange Leroux völlig frei, der Vorstopper. Und zweimal Bravo. Noch einmal Leroux. Darmgate. Wir kennen drüben die Dietrich, der trägt jetzt die Kapitänsbinde, der Mann mit der Nummer 7 nach dem Ausscheiden von Bursi. Dauert das lange, dieses Ballgeschiebe. Da übernimmt keiner Verantwortung, da hat keiner ein Herz im Mittelfeld. Rummenigge ist da nicht ganz astrein aus. Ein gutes Länderspiel des Münchners. Man hat es das gegeben nach Spanien. Ich glaube, das 15. das die deutsche Mannschaft absolviert. Man kann die Guten des deutschen Kapitäns sicher an den Fingern einer Hand abzählen. Kommt er vorbei. Einer ist bei ihm, einer schirmt den Raum ab und der Ball ist aus. Ohne Fortune oder vielleicht treffender gesagt, obwohl es ein hartes Urteil ist, ohne Form in diesem Spiel. Aber es ist ein Mann, der ein Spiel entscheiden kann in einer Szene. Battiston. Und da gehen sie rechts und links mit 4-5 Mann. Wer geht mit nach vorn? Wenn man mit nur zwei Spitzen spielt wie die deutsche Mannschaft, dann muss aus dem Mittelfeld mit aufgerückt werden. Bremen tut das jetzt. Gengini. Rochto. Jetzt sind alle Feldspieler zusammengeballt auf ganz, ganz engem Raum vor und im deutschen Strafraum. Die spielen nicht auf Abseitsfalle. Battisto. Fehler von Matthäus. Ist das ein gewühliges Würge? Man müsste das Spiel jetzt öffnen. Bremen. Aber es bietet sich keiner an. Er will in Schwierigkeiten kommen. Es sind zwei Franzosen bei ihm. Und sie bekommen den Ball. Nein. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen.
massive Pfiffe, die dem deutschen Spiel gelten. Das sehr passiv wirkt. Sie warten ab. Sie stehen 30, 35 Meter vor dem eigenen Tor in zwei Linien. Lassen die Franzosen sehr weit mit dem Ball laufen. Rochdo. Fernandez, Bravo, Didier Tick, aufpassen, nicht zurückspielen. Und der Fehlpass, ganz früh, vielleicht verhängnisvoll. Ein Schuss von Gengini, hier haben wir den französischen Mittelfeldmann. Bernd Koster liegt noch am Boden. Die medizinische Abteilung des DFB, das ist, wenn ich den richtig erkenne, von hier oben links im Bild, Professor Hess. Man sieht in solchen Szenen, wie begrenzt die technischen Mittel einiger deutscher Spieler sind. Franzosen wirken spritziger, gewinnen mehr Zweikämpfe, auch jetzt zu Beginn der zweiten Hälfte. Die Völler wird dazu gut, der geht weit mit zurück. Es ist ein Freistoß für die Franzosen. Da läuft sich ein Mann ein, auf den viele hier hoffen. Er hat nicht weniger als 5 Tore geschossen in der letzten Meisterschaftsrunde. Anziani aus Tuchot. Er müsste dann wohl weichen. Der Mann aus Saint-Germain, der ohne Glück gespielt hat, allerdings einen klasse Gegenspieler hat. Karl-Heinz Förster, und jetzt Rummenigge. Auf Völler. Jetzt auf und davon. Rolf geht mit. Drei Mann sind dabei. Da waren mehr drin. Die Pfiffe zeigen es an. Ich würde da gerne noch einmal die Zeitlupe sehen, aber das Spiel ist so schnell geworden, die Franzosen kommen schon wieder. Völler, er kann gehen, er hat nur einen Mann gegen sich. Er kann doch sprinten, aber vor allem falls ein Stürmer fault. Über eine Stunde gespielt. Liebe Zuschauer, 0:0. Didier Tick. Es ist die falsche Seite für ihn. Er ist verdrängt worden von Bellon, dem jungen Mann am linken Flügel. Man sieht das. Wenn ein Linksfüßer den Ball an der rechten Seite nachläuft, dann ist er immer wieder versucht, sofort den Bogen zu schlagen nach innen. Geht nicht. Longline, also parallel zur Linie. So,
Deutschlands bester Flügelspieler hat hier den Ball, der sich in der ersten Halbzeit 7-8 Mal angeboten hat, Bernd Förster. Willon sucht den direkten Weg zum Tor, das weiß man. Ich glaube nicht, dass es in diesem Spiel schon eine gelbe Karte gegeben hat. Das spricht eigentlich für den Schiedsrichter. Ja, doch schon ein ziemlich rüdes Foul hier von Bremen. Am Ball Gengini und Leroux. Und über ihn wird man nach diesem Spiel natürlich kein endgültiges Urteil abgeben können. Er hat nur in der Defensive gestanden, ist zweimal zaghaft mit nach vorne gegangen, wurde nicht angespielt. Und der Bundestrainer hat ja gesagt, Nummer 1 für den Libero-Posten sei der Kölner Strack, der auf der Bank sitzt. Auch das ein böses Foul an Völler. Noch hier Manuel Aboros war der Übeltäter, keine gelbe Karte. Freistoß Norbert Meyer. Briegel vorn, Rolf im Strafraum. Gut aufgelegt, Matthäus. Kluger Rückpass des Hamburgers. Der dritte Eckstoß, wenn wir richtig mitgezählt haben. Riegel. Immerhin. Einige Torszenen, dafür ist man schon dankbar. Eine große Frage, vielleicht die entscheidende wird bleiben, ganz egal wie dieses Spiel ausgeht, was passiert mit dem deutschen Mittelfeld. Da sind nur zwei Namen im Spiel, die beiden Spanier, Stielik und Schuster. Und es ist eine weitere Frage, ob die beiden die Lücken füllen können, ob das Spielverständnis gefördert werden kann in der kurzen Zeit, die bleibt nach Meisterschaft und Pokal. Linie fix. Namen der in den ehemaligen Stuttgarter, da hatte Toni Schumacher doch noch überraschend Mühe mit diesem Ball, den er früh erkannt hat. Der Eckstoß ist noch nicht ausgeführt, wir können in aller Ruhe die Zeitlupe verfolgen. Ein Ball, der aufsetzt, der vielleicht, aber auch nur vielleicht vorbeigegangen wäre. Schumacher ging hier auf Nummer sicher. Riskiert Kopf und Kragen wieder bei dieser Parade. Ja, die Franzosen werden wechseln. Es kommt ein neuer Mann. Und er wird Mittelstürmer spielen. Philippe Anziani für Dominik Rostock. Karl-Heinz Förster ist sofort bei ihm.
Anziani trägt die Nummer 14. Kommt die Ankündigung. Eckballverhältnis ausgeglichen, 3:3. Der dienstälteste französische Profi jetzt beim Eckstoß. Ernst Gosser kennt die Tricks seines ehemaligen Vereinskameraden. Sie haben vielleicht die schöne Geste gesehen, gerade den angedeuteten Handschlag zwischen den beiden. Schumacher, aufpassen! Da hat er Glück gehabt. Auf Halsweg hinaus, er ging zurück und dann der Kopfstoß von Leroux. Fasst euch noch einmal ein Herz und Sturm. Immer wieder Querspiel. Da kommen drei jetzt aus dem Abseits zurück. Pässe, die sofort den Mitspieler in Zweikämpfe verwickeln. Karl-Heinz Rummenigge. Wir haben ja noch einmal die Torszene. Sie sehen, wie Schumacher jetzt zurückgeht. Er steht glänzend und kann diesen Kopfstoß parieren. Der neue Mann hier, Anziani. Linie tickt. Ein Ball auf dem Fußgelenk. Sie sehen es hier an der Geste, wie er Luft und Spannung ablässt. Er hatte vielleicht für Sekundenbruchteile gehofft, dieser Ball geht ins Netz. Und auch hier geht Schumacher kein Risiko ein. Mit Abstand der beste deutsche Spieler, nicht nur an diesem Abend, der Kölner, in blendender Form. Null zeigt die Tafel über den Toren. Temperaturen sind etwas gesunken, es ist kühler geworden, 10 Grad. Aufpassen! Meier, Völler geht mit, Rummenigge ist innen, noch frei, der Bremer schaut. Jetzt sind zwei Mann bei ihm. Jetzt muss er es allein versuchen. Das sind allenfalls Ansätze. Zwei so klasse Leute wie Rummenigge und Völler, aber sie sind fast immer allein auf weiter Flur. Da geht keiner mit. Das Mittelfeld fasst nicht zusammen. Da sind doch dicke, deutliche Abstriche bei jedem Einzelnen zu machen. Bei Matthäus, bei Brehme, bei Meier und auch bei Rolf. Sofort ist die Kulisse da. Bellon Anziani. Versucht wenigstens einmal ein Pass der Bremer auf seine Vereinskameraden, aber Sie sehen es, wenn man ihn so leicht abfangen kann, den pfeilschnellen Rudi Völler, dann sind die Pässe schlecht.
Domer, der neue Linksverteidiger. Meine Hand im Spiel, Sie haben es sicher gesehen. Batiston. Schauen wir mal herunter, wer macht sich da von den deutschen Spielern bereit? Da sehe ich Jalin Barski, wie er trat. Matthias Herget läuft unten an der Seitenlinie, aber vielleicht nur eine Vorsichtsmaßnahme, wenn sich einer verletzen sollte. Ich würde diese Mannschaft durchspielen lassen in diesem vorletzten Test vor der Europameisterschaft. Ja, jetzt geht das Ballgeschiebe wieder los. Wie will man da noch durchkommen, wenn man ungenau dann auch noch zuspielt? Die letzte Viertelstunde läuft hier im Mainau-Stadion. Bellon. Ganz allein gegen 5 Franzosen. Er resigniert, schüttelt den Kopf links ab. Es liegt nicht so allein an den Spitzen. Freistoß für die Franzosen. Eine kurze Spielunterbrechung. Gehandelt wird hier ein Gerücht in Straßburg, liebe Zuschauer, wonach Bernd Schuster, der Mann aus Barcelona, auf dem französischen Markt zu haben ist. Marseille hat Interesse, Straßburg, Jürgen Sundermann hat es nicht verneint. Aber man weiß ja. Gengini. Jetzt kann man das hier die Zeitlupe einzuspielen. Eine Absatzposition. Ich wollte sagen, man weiß ja, was von derartigen Gerüchten zu halten ist. Und jetzt wird doch für mich unverständlich eingewechselt, ausgewechselt. Wer kommt heraus? Meier, Rolf, Herget und Litbarski heißen die neuen Leute. Litbarski, das kann ich verstehen, wir haben jetzt eine dritte Spitze, er trat hinüber und wohin? Ja, fast in die linke Verteidigerposition, zu Hans-Peter Briegel, da steht er jetzt, orientiert sich jetzt nach links außen. Was wird Herget spielen? Eine Rolle im Mittelfeld. Den Libero vor der Abwehr. Was weiß ich, Jupterwa wird sich was dabei gedacht haben. Litbarski. Immerhin. Der erste Ballkontakt, das ist gelungen. Briegel. Und Eckstoß. Der kleine Kölner wird diese Ecke schlagen. Karl-Heinz Förster traf in den Strafraum. Briegel ist da, sie kommt zu flach. Ich hatte erwartet, und es gibt sicher gute Gründe dafür, dass der Bundestrainer diese Mannschaft hätte durchspielen lassen. Die muss ich hier durchbeißen, das ist ein echter Test.
der gezeigt hat, dass die Abwehr steht. Schumacher ist der Weltklasse-Mann, auf die Förster ist Verlass. Karl-Heinz war sehr stark. Briegel nähert sich alter Form, vielleicht etwas überzogen, aber er ist besser geworden. Die Frage des Libero-Postes bleibt offen. Bravo kommt. Fix. Plötzlich sind sie da, die Franzosen. Ah, das war es ganz von Battisto. Aber gekonnt. Didier Fix. Und das Tor, ja. Denn Vini, ich sah es kommen. Riesenjubel hier unter den 40.000. Noch einmal das Solo. Er flankt nicht, er lässt jetzt seine Gegenspieler aussteigen. Strauchel behält den Überblick und er sieht jetzt, dass Renzini in der Mitte gestartet ist, ein abgefälschter Ball zu dem von Brun. Es ist müßig darüber zu diskutieren, während die Szene noch einmal läuft, ob diese Führung verdient ist. Natürlich. Ja, ich muss mich hier korrigieren, Briegel hat abgefälscht. Und dadurch kam der Franzose 3 zum Schuss. Man kann sicherlich auch nicht sagen, dass der Wechsel die deutsche Mannschaft hier benachteiligt hat, auf den Rhythmus gebracht hat. Es ist einfach zu wenig Mut zum Risiko. Vielleicht hat sie auch ganz einfach, Buschi kurz gesagt, vorn zu wenig drauf. Das Spielverständnis ist nach wie vor unterentwickelt. Ich habe es angezogen, Stiele Geschuster, das bleibt die Hoffnung für mich mit Fragezeichen zu versehen, diese beiden Namen. Denn der Bernd Schuster kann sich noch so manchen sehen zerren. Bis zur Europameisterschaft. Eine sogenannte Standardsituation, ein Freistoß. Rummenigge, Matthäus, der ja einen Bump hat, mit beiden Füßen, ist Barski, versucht die Bauer zu irritieren, der Ball ist noch nicht freigegeben. Außerdem steht die Bauer keine 9,15 Meter. Matthäus, hätte der Schiedsrichter wiederholen lassen können, das war nicht korrekt. Der erste Rückpass der Franzosen in diesem Spiel. Wird mit Beifall bedacht. Aber ich bin sicher, sie werden noch einige Male kommen. Sie haben jetzt mehr Platz. Die deutsche Mannschaft orientiert sich jetzt nach vorn. Zu spät. Das ist meine Hauptkritik an diesem Spiel. Man hätte eher konsequent versuchen müssen, das Spiel zu verlagern. Aber es sind viele Offensivspieler ohne Form, ohne Selbstvertrauen und auch ohne Unterstützung. Mellon. Fernandez, der Torschütze. Noch einmal der Aufbauer, Fernandez. Das sieht nicht souverän aus. Er hat Glück gehabt.
dass da ein Franzose faulte, Andreas Brehme, der einige Male hier böse genommen wurde. Beide haben nicht zurückgesteckt. Michel Hidalgo, der französische Trainer, unten an der Seitenlinie, während der deutsche Spieler noch behandelt wird. Die Mutter leib getroffen. Franzosen wechseln noch einmal ein. Ferreri, ein junger Mann, von dem man sagt, er könne ein zweiter Platini werden, ist auf dem Spielfeld und Bernd Förster hält sich immer noch die Seite, den ich vorhin verwechselt habe mit Andreas Brehme, der jetzt hier den Ball führt. Die letzten 5,5 Minuten, das Spiel war ja einige Male unterbrochen. Matthäus. Förster geht. Und noch einmal ein Eckstoß. Der Kopfball stark. Ecke. Der Torso. Drei Mann sichern den Raum, wenn er den Ball hat. Er hat es nicht leicht gehabt. Kein Abseits. Litbarski. Matthäus. Das Spiel der Franzosen auch aus der Bedrängnis heraus sehr präzise. Didier Tick verletzt. Neben der Seitenlinie kommt jetzt humpelnd hier unten wieder ins Bild. Die letzten 2-3 Minuten laufen hier im Mainau-Stadion. Diese Bilder zeigen, wie wertvoll für die Franzosen dieser Vorsprung ist, dieser Sieg, wenn es dabei bleibt. Anziani. Didier Sick. Aber ein gutes Auge von Schumacher bei dieser angeschnittenen Flanke, die ein Torschuss wurde. Die deutsche Mannschaft versucht zu kontern. Ich muss Ihnen das schildern, weil die Zeitlupe noch läuft, drüben an der linken Seite. Und Karl-Heinz Tochter, der Bruder ist recht frei. Sie sehen es, kein Kommentar, der Spielstand. Zuschauer bleiben hier auf den Rängen, keiner geht. Es war sicher ein Länderspiel, das in der Serie der Nach-Spanien-Spiele zu den spannenden
zählt. Phasenweise sicherlich auch zu den guten, zu den wenigen guten. Die Franzosen haben dem Europameister einiges abgefordert. Sie waren stärker, spieltechnisch überlegen, im Mittelfeld besser besetzt, druckvoller, ideenreicher. Der Vorsprung ist sicherlich verdient, aber Jupp Derwall müsste jetzt wissen, wo er steht mit seiner Truppe. Er hat eine Abwehr, die er sogar noch modifizieren, die er stärken kann. Er hat ein Mittelfeld, in dem, ich sage es krass, aber ich liege mit dem Urteil sicherlich sehr dicht bei der Wahrheit, in dem nichts zusammengeht. Dadurch hängen beide Spitzen, die viel mehr können, Völler und Rummenigge, in der Luft. Das Spielverständnis muss gestärkt werden. Es ist keine eingespielte Mannschaft. Es gab viele Verletzungen, sicherlich, die gibt es immer. Aber Derwall hat auch manchmal zu viel experimentiert. Das ist viel an die Mannschaft gekommen. Wenn sie zwei, drei gute Bundesligaspiele machte, dann hat sie die Presse reingeschrieben. Und es bleibt die Frage, ob diese Versäumnisse, die es sicherlich gegeben hat, ob die jetzt in der Schlussphase der Meisterschaft, in den letzten Vorbereitungswochen, ausgebügelt sind. Bravo. Sehr, sehr starker Mann. Matthias Herge. Ja, dann legt er sich den Ball noch einmal vor den Fuß, der Querpass, Rummenigge. Vielleicht die letzte Chance, vielleicht doch noch eine Tormöglichkeit. Litbarski, die falsche Seite drüben, links außen. Der ist rechts außen von Haus aus. Da gehört er auch hin. Ratisto. Und Didier Sick. Das wäre sein Abend gewesen. Ein Tor hat er vorbereitet, wenn ihm dieser Treffer hier gelungen wäre. Hier kommt die Ratisto-Flanke. Und dann rutscht ihm der Ball doch etwas am Kopf vorbei. Er hat ihn nicht voll getroffen. Und das Zeichen, der Schluss fest, des Unparteiischen, es gibt